Selbst mit der Erkältung geht es weiter im One Piece Pirate Wars 3. Akainu habe ich auch hochgestuft, einige Münzen fehlen leider. Es fehlen sehr viele Münzen. Und scheinbar kann man mit Garp doch auch spielen, sehr cool. Aber Garp muss man erst freischalten. Freischalten. Und habe überlegt, nehmen Caesar. Genau. Oder doch Lucky. Ne, der hat noch dieses Spitzau-Ding nicht. Okay. Caesar kommt am Bord. So. Mit ihm habe ich auch noch nie gespielt. Und sorry, falls ich heute mal etwas stumm bin als sonst. Ach, man kann schon gegen Garp kämpfen. Oh. Garp, die Faustlegende der Marine. Dann machen wir das gleich. Level 30. Akainus Outfit, Level. Gleich kaufen, zack. Gut. Also ich habe mich heute sehr krass erkältet, in der Früh vor allem. Ich hatte schon lange keine Magenschmerzen, aber wenn sie mal auftaucht, dann ist es richtig krass. Magenschmerzen ist richtig was Ekelhaftes. Glaubst mir, das wünscht sich keiner. Das wünscht sich echt keiner. Dieben. Auf alle Fälle, Moment, haben wir schon was für Caesar? Ja, tödliches Gift. Jawohl. Und genau, die Balkisune. Gut, hier haben wir gerade geguckt, ne, genau. Da fehlen noch die Münzen. Okay, besiege Garp. Genau. Akainu Team und. Ah ja. Moni. Wo ist da ein Schwert dabei? Caesar ein Schwert? Autsch. Wolle. Ja, bin ich schlecht. Ja, krass. Nein. Ach Gott. Bleib halt stehen. Aber wenigstens getroffen. Ein bisschen. Der mit seinen Blüten kein Mund, bitte. Zack. Jetzt aber. Okay, Nummer 1. Nummer 1. Noch ein Schwert. Ah ja. Erst da oben in der Mitte, dann rechts. Schwierig. Moment. Ups. Ja, das wäre jetzt nicht beschaffen. Ich tippe mir zu langsam gelesen.
Lauf, oh nein. Nein, 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 nein. Okay. Festung Anlage bevor. Mist, genau. Nochmal Glück gehabt, man muss ihn erreichen, bevor Lissach auftaucht. Okay. Normale Attacke. Oh. Lissach Team. Ja, genau. Gleich mal Kisune Angriff. Kisune Spezial. Okay. Sie ist es aber nicht allzu stark wie erwartet. Sehr, sehr, sehr langsam. Ich dachte auch, der wäre richtig stark, aber... Nee, scheinbar... ...etwas schwach. Aber mal sehen, noch haben wir noch nicht, ...die Stunde voll. Ja... Hoffentlich treffe ich da, ich kann also genau da abhaut. Nicht, dass er dann da abhaut. Ja. Nö, passt. Perfekt. Jawoll. Ja, genau. Moment. So schnell handeln. Sehr schnell. Bevor Arcanio flüchtet. Nicht schnell, 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 schnell. Lauf, 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 lauf. Und extrem langsam. Also nicht so schnell wie Tashiki oder wie Smoker. Erst und sehr langsam. Sieht man ja auch. Lusche. Gegen Biester. Hat doch den schon gerettet. Das dauert mir zu lange. Ich hoffe, ich treffe ihn noch. Ich glaube, voll verfehlt. Glaube. Ist immer noch aus der Kette. Das war das letzte, was in der Hand hat. Wie der von Mario, die Kette holt. Genau so sieht es aus. Fehlt nur noch Augen. Viel zu viele. Jawohl. Rang A. Rang A. A, A, A. Nein, nicht auf Kreis. Falsche Taste. Hey, warum?
Ach, come on. Ernsthaft. Ich hab wieder was übersehen. Aber zum Glück keine wichtige Aufgabe. Oder doch, oder schon, keine Ahnung. Rang ist perfekt. Mihawk, wo sind sie? Und hier damit. Der Boss darf ruhig auftauchen, kein Problem. Lauf in aller Ruhe. Autsch. Mihawk ist drei. Servus Mihawk. Gar bis der Schien. Ja, den wollte ich auch ein bisschen. Ja, bin schon dabei. Bin schon dabei. Diese schießt ja auch mit Raketen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Ist er nicht perfekt beim Zielen? Jawohl, Nummer 1. Aber man macht Erfahrung mit den ganzen Charakteren, das stimmt. Das stimmt allerdings. Hätte ich auch nicht gedacht. Und nochmal. Dieses Mal bleibst du stehen. Genau. Vielleicht nochmal. Sehr schön, Kisuna. Autsch. Und das müsste es normalerweise gewesen sein. Mit Garg. Jawohl. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Oh, die ein Held haha.
Ein Esel. Perfekt. Level 2. Level 2. Nö. Pik, 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 Zweig, also. Standardattacke, öffentliches Experiment. Okay. Neuer Gegenstand. Hole ich mir sofort. Garb kann jetzt überall eingesetzt werden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah ja. Der Bär. Der Bär ist ja auch noch da. Okay. Scheinbar kann man hier alle Charaktere freischalten. Top. Da braucht man keine Gedanken machen im Albtraum-Modus. Schon mal schön zu hören. Da ist ja nichts verfügbar. Was ist das für ein Betrug? Reine Verarsche. Dann halt Segel setzen. Beschützt die Familie, Garb-Familie, Flamingo oder Frankie. Ihr wisst, ich mag Frankie, also nehme ich Frankie. In Part Wars 3 ist Frankie nicht so mein Stil, aber so in Animität oder Serie selbst, Frankie. Top. Leider habe ich noch keine Trophäe von ihm. Leider. Ist ja auch so extrem teuer, die Dinge. Einige Leute geben es für, was weiß ich, 500 Euro aus, 200 Euro, 80. Würde gerade noch gehen. War auch schon viel zu teuer für eine Figur. Ich meine, wenn es einen richtig gut aussieht, hole ich es mir aus, wie bei Son Goku, den Ultra-Instinct-Statue, was letztes Jahr rauskam. Da auch ich was mit 60 Euro oder so was gekostet. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Marco, Frankie im Team, genau. Und muss es sein, weil ich mache die Form Ultra-Instinct. Daher war ich schon fast Pflicht, es zu holen. Aber bei Frankie, ja, würde ich gerne mal so viel ausgeben, möchte ich auch nicht. Eigentlich wollte ich ja sparen für die PlayStation 5, dass er dieses Jahr kommt. Sollte dieses Jahr normalerweise rauskommen. Wer was genaues weiß, gerne in die Kommentare. Ich hoffe, meine Stimme versteht man sehr gut, weil ich bin der Erkältung, ja, blöd, ich weiß, aber ich wollte nicht extra aufhören, weil ich ja morgen, ich hoffe, der Paketlieferung kommt rechtzeitig. Morgen kommt die Drehpazit. Zeit pünktlich morgen. Es ist keine Werbung, ist so, nee, nee. Morgen so abends sowas. Je nachdem, wann das Paket kommt. Auf jeden Fall so die Richtung. Sobald das Paket da ist, ist es auf meinem Kanal. Ich hoffe, es kommt pünktlich. Also 13. Ja, 15 Uhr auf alle Fälle. Oder 16 Uhr, sowieso. Ich bin schon mega aufgeregt auf das Spiel. Jetzt zuvor bin ich Zahn und Zimmel, ist auch nicht gerade angenehm. Aber was sein muss, muss sein. Ja. Und Zahn und selber habe ich nicht aufs Spiel. Ist ja auch nicht schlimm. Ich verstehe auch nicht, warum einige so extrem Panik vor Zahn und Zahn. Ich meine, klar, es kann mal was ziehen oder schmerzen, ist ja klar. Ist ja bei mir nicht anders. Aber dass man es gleich so Panik hat, das verstehe ich nicht. Ich hatte noch nie so ein Panik vom Arzt.
die meisten Freunde, die ich habe, ich habe echt null Ahnung, warum die so Panik haben. Hab's dann schon mal nachgefragt, aber ich sage, auch so eine Spritze. Ja, ich habe auch so eine Spritze. Aber nicht gleich so extrem auch, dass ich denke, Alter, nee, darf ich nicht tun. Das verstehe ich wiederum nicht. Einige haben so viel Angst, dass sie nicht mal zum Arzt gehen. Das ist das Krasse. Toll, die Freude auf die Bonbon. Als wenn ich so viel Angst hätte vom Arzt, dass ich doch gar nicht hingehe, dann muss dann schon weit gehen. Das muss dann schon richtig weit gehen. Ist ja auch keine Werbung, aber ich sag's ja nur, weil es kennen einige Leute, die so viel Angst haben. Ich weiß warum, wie, wo, wie. Es gibt zwar Ärzte, die Leute bescheißen, nur echt krass verarschen, dass es richtig traurig ist, klar. Hatte ich auch ein paar, den Namen erwähne ich aber nicht. Das darf man übrigens auch nicht in der Öffentlichkeit. Würde jetzt auch keine Strafe oder sowas bekommen, aber das ist richtig krass. Ich als Handicap, sag ich mal, denken die jetzt einfach so, der Junge ist behindert, also scheiße drauf. Genauso denken die Ärzte, also die meisten. Nicht alle, nee, nee. Aber die meisten auf anderen Fälle. Das finde ich schon ein bisschen traurig. Aber wir können ja auch nichts dafür, dass wir einen Arzt brauchen. Da ist das Thema ja auch schon mal abgeschlossen. Ich habe deswegen oft keinen Bock zum Arzt zu gehen, weil wenn sie wieder mal sagen, Junge, dir fehlt nichts, obwohl man eigentlich wirklich was fehlt, und die wissen jetzt ja auch, da lügen sie auch jemand ins Gesicht, das kann ich echt gar nicht. Aber mehr dazu nicht, weil sonst, wie gesagt, möchte ich kein Problem bekommen. Das wäre nicht gut. Ich hoffe, da hört ja auch kein Arzt zu. Aber falls doch, jeder Arzt, der sich mit mir falsch anlegt, hat es mit mir zu tun. Weil sowas kann ich echt nicht. Man sieht zwar bei mir nicht an, dass ich laut werden kann, aber wenn mich einer bescheißt, dann bin ich richtig laut. Ich sag's euch, das möchte keiner hören. Das möchte wirklich keiner hören. Wenn ich mal richtig laut schreie, was richtig stinksauer bin, das möchte wirklich keiner. Nee. Ich erlaube mir normalerweise alles von Freunden Spaß, ja. Sowieso, Spaß mache ich auch, ist ja kein Ding. Spaß gehört ja zum Welt, wäre es ja auch langweilig. Und verarschen gehört mir auch dazu, klar. Kommt drauf an was. Aber sobald mich einer anliegt, egal wer, dann ist es schon aus. Dann ist es echt schon komplett aus. Weil manche übertreiben es auch. Wortwörtlich übertreiben. Solltet ihr es euch auch kennen oder habt ihr auch welche, die euch immer wieder anlügen, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Aber bitte ohne Namen. Ich möchte nicht wissen, wer, wie die heißt. Nee, nee. Das möchte ich auf keinen Fall wissen. Erstens wegen Öffentlichkeit und zweitens. Wäre das nicht allzu gut. Flug im Team, jawohl. Wenn das jeder mitlesen könnte, wie die oder der das Person heißt. Also behalte es für euch. Ihr könnt nur schreiben, ja, okay, welche. Oder sonst wirklich nicht mehr. Okay.
Die blöde Kälte. Wahnsinn. Dann gibt's wieder Ärzte übrigens, die sind mega cool. Echt gut drauf und helfen wirklich jedes Mal immer wieder. Weil solche Ärzte bin ich immer sehr, sehr dankbar. Oh ja. Könnt ihr mir glauben? Okay. Gut. Da ist kein Eingang. Ups. Aber jetzt habe ich einen Eingang. Noch ein Feld. Sehr schön. Jawohl. Langsam komme ich bei ihm rein. Ganz langsam. Aber Caesar ist kein perfekter Charakter. Ja, Impel-Down Charaktere brauche ich sehr, sehr viele im Kampf. Okay. Da unten greift was so jemand an. Ein Punkt, der stört. Das stört richtig. Und Hannibal rein. Genau, Hannibal. Oh, Flamingo. Auf der oben. Die Musik rockt. Du gehst schön weg. Genau. Bitte nicht zu langsam würde. Und komplett außen rum. Links, rechts. Nochmal rechts. Nochmal rechts. Jawoll. Ja, das wird Flamingo dir nicht sagen, lieber Caesar. Tut mir leid, ist aber so. Vielleicht aber in der Serie. Oh, ich hab schon den Kopf vergessen, was ich gesagt hat. Komplett. Hau die auch zerstören? Autsch.
hier ist dein Body. Autsch. Autsch. Jetzt sag mal, lass mich halt runter. Abflug. Und ab die Post. Sehr schön. Auf Zeit Schild, Stück Gas. Weil er aus Rauch ist ja klar. Gibt das Level 3, Hannibal. Okay. Und würde ich sagen, gehen wir auf zum Bier. Aber den Bier machen wir, glaube ich, mit dem nächsten Charakter. Da hätten wir gleich drei Charakter auf einmal. Und dann gehen wir zu Level 100. Und ich denke mit Vizeadmiral Garb. Ja, glaube ja. Königinnen, stark und schön. Oh, wahrscheinlich Hancock. Hancock. Okay. Soll ich das alles kaufen? Schon verdammt viel. Ja komm, ich bin das teuerste. Ja, erstmal das Zeugste. Dann nach und nach Videos kaufen. Alter, wie teuer ist das denn? Schau mal die Bären im Besitz an, die geht sinkt nach unten, das ist ja krass. Wird immer teurer. Krass. Erstmal getraut zu 4000 weg. Okay. Die teuren werden schon mal weg. Musik, das ist nichts teuer, okay. Da machen wir mal Stück für Stück weiter. Hätte ich eigentlich privat machen sollen, aber naja. Dann wäre das auch geklärt. Jetzt wird's billiger. Wir fahren es langsam billiger. Okay, es reicht. Ich brauche auch noch was für Gab. Für Monkey Gab. Mr. Two Army. Ja, Mr. Two. Ivankov ist mir so. Ja, ihr wisst, was ich sagen wollte, so. Mit seiner Bewegung, würde ich mal sagen, nicht der Fall des Mainz, ne, überhaupt nicht. Aber wir nehmen Mr. 2 Armee. Sanchi im Team, jawoll, aber ich bin immer Mr. Tio. Odi. Autsch. Ja,
Jawohl. Alter. Der schleudert mich weg. Jawohl. Und gleich nochmal. Oh ja, die gute Musik. Dein Kraft ist Schrott, Hori. Die ist schon lang Schrott. Ich sage es, wie es ist. Der Punkt hier oben soll man nicht hier angreifen. Du verziehst dich lieber. Und bring dir Schiene. Frankie! Und zwei Puffy-Fies der Yaki, genau. Wie krass denn noch? Ab die Post. Noch mehr Puffy-Füße, jawohl. Jetzt komm rein. Und ab die Post. Sehr schön. Im Rückzug. Hat Frankie nichts verloren? Ah ja. Und jetzt kommt noch Piratenkapitän. Hallo. Die Musik von Party ist so geil. Party Fieste und Frankie rein. Gut, gut. Jawohl. Zwei Strohhüte im Team, Frankie und Sanji. Ah ja. Wenn schon der Richtung bin, dann gibt es gar die wie hoch. Autsch. Gibt Gas! Und nach der Insel war es schon wieder mit dieser Folge. Ja, krass, wie schnell war die Zeit, ey. Sehr übel. Rang B ist schlecht. Oh, noch ein Strohhut. Zorro und Mihawk, jawohl. Jetzt geht die Party ab. Party. Und schneller runter, 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 runter und Barfe ist auch wieder auf. Jawohl.
ist, glaube ich, nicht der Boss, oder doch? Ja, schauen wir mal dann. Sehen wir dann. Sehr schön. Keine 200er. Jawohl. Gleich komme ich zur Praxis. Nur keine Panik. Autsch. Ein kompletter Umweg. Kompletter Umweg. Sehr schön. Ja, ich habe es. Perfekt. Nice Sache. So, auf zu Parkis. Ich hoffe, ich spreche ihn überhaupt richtig aus. Damit wir die Folge langsam beenden können. Abflug. Nein, falsche Richtung. Hier. Und hier ist dich der Boss. Sehr schön. Und der Bär bekommt den Fleisch. Sehr gut. Boss, wo bist du? Ganz oben, genau. Ja, nee, links, okay. Ganz schön, genau, ganz oben. Top. Dabei ganz links. Eieiei. Abflug. Den Rest schafft ihr schon. Basis eingenommen. Genau. Ivanko! Altes Haus! Jawohl! Ich glaube, es war so viel mit ihm. Hm.
Druck. Nee. Dann noch was mit minus 4 einsetzen. Und dann war es das aber. Sowas von. Da war es auch wieder part. Was? Ach Alter! Hau doch ab! Noch zwei Gizuna-Angriffe lebt er immer noch. Voll. Liebe Freunde! Perfekt. Caesar gegen Garb. Und wir haben gewonnen. Sehr, sehr schön. Bären ist wieder gesammelt. Ich werde wahrscheinlich, bevor ich den nächsten Part mache oder vorproduziere für euch, werde ich erstmal Garb aufmöbeln und hochstufen. Und dann die ganzen, ja, soweit wie es geht, Musikgalerie und Filmgalerie alles kaufen. Dass wir das in der nächsten Folge nicht mehr machen müssen. Wird zwar eine lästige Angelegenheit, aber gehört zu 100% auch natürlich dazu. Umsonst, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da, Abo da. Umsonst sehen wir uns in der nächsten Folge. Auf jeden Fall wieder. Bis bald, habe die Ehre.